Nee, dann würde ich sagen, schauen wir da, dass wir wieder Steinziegel hernehmen, oder? Ja. Müssen wir mal gucken, dass wir da vielleicht ein bisschen anderen Stil mit reinbringen oder so später. So, warte mal, dann hau ich gleich mal ein paar Cobbles bei mir in den Ofen rein. Jo, ich auch. So gut, ich habe ja bei mir in der Bude nur einen Ofen stehen. Meine Bude ist ja mehr oder weniger minimalistisch eingerichtet. Joa, kommt später. So, dann. Wir haben ja alle Zeit der Welt. So ziemlich. Ja, fast, ja. Okay, ich muss mich mal kurz zur Seite legen. Ich muss mal schnell an meine Getränke kommen. Bin gleich wieder da. Tschüss. Und wir schmelzen derweil einfach mal friedlich hier Cobblestone ein. Weil wir auch eigentlich noch ein bisschen Cleanstone und so in der Tasche haben. Aber ja, wir werden wahrscheinlich eine Menge gebrauchen können. So, Yuri flammt mich bestimmt gerade was. Ja, und wie? Nee, ich habe eigentlich nur erzählt, dass wir jetzt wahrscheinlich eine Menge Zeugs brauchen. Achso, okay, ja, stimmt. So, weil ich habe ja hier immer diese lustigen Sixpacks, habe ich mir geholt jetzt, was? Lustige Sixpacks? Die stehen ja nicht genau in der Griffreichweite von da, wo ich zock. Da muss ich immer aufstehen. Das ist so ein typischer Fall von selber Schuld übrigens. Ja, das ist wie mit dem Faulheitswettbewerb, ne? Mit was? Mit dem Faulheitswettbewerb. Ich okay. Bin so faul, ich würde beim Faulheitswettbewerb den 4. Platz belegen, dass ich nicht aufs Treppchen gehen muss. Ja. Das stimmt. So wäre ich aber auch, muss ich ja ehrlich sagen. Ich wäre so faul, ich würde nicht mal teilnehmen dran. Ja. So, wie sieht's aus bei dir? Ja, ich schmelz gerade Zeugs ein. Also es dauert noch ein bisschen. Hast du dich dann ins Bett, oder? Oder willst du da ein bisschen bei dir zu Hause rummachen? Ja, erstmal ein bisschen rummachen. Okay, weil dann schaue ich hier gleich, dass ich meine Hütchen hier auch weiter ausbaue. Ich würde sagen, wir verbringen die Nacht jetzt erstmal so, weil dann können nebenbei einfach die Dinger noch schmelzen. Okay, also eine Nacht Heimarbeit praktisch. Jo. Wir brauchen es ja, das ganze jo. Zeugs. Und dann würde ich halt aber auch gucken, dass wir das Haus da jetzt ziemlich edel bauen, also auch mit Teppich drin und sowas allem und Glas in der Decke vielleicht. Und auch hier und da mal ein paar Goldbahnen oder irgendwie sowas noch mit verbraten. Jo, klingt ja, gut. Also, dass das einfach die Edelecke wird. Ja, so ein reicher Schnösel, sag mal, Bürgermeister halt, ne? Ja. Den man auch ansieht, dass er fett ist. Die meisten fetten Leute können das schwer verbergen. Nee, also ja, klar sieht man ihm das an, dass jemand an, wenn er fett ist. Ich meine, weil ein anständiger Bürgermeister ist ja dick. Ja. Das ist ja kein richtiger. Seit Hunted wissen. Ja, genau. Weil, sonst ist es kein anständiger Bürgermeister. Ein richtiger Bürgermeister, das ist aber allgemein so ein Rollenspiel-Klischee, mehr oder weniger, ne? Ja, das stimmt schon. Das passt so nicht ganz. Hab ich da noch Eichenholz? Ja, hier. So, da müssen wir noch so einen hinmachen und danach. Da kann man dann. So, natürlich. Okay. Wie hoch ist es? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Felder hoch. Schauen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5. Kannst du ja doch weiter als bis 3 zählen. Hast mich ja voll angelogen. Ja, klar. Was denkst du denn? Bin ich ja jetzt schockiert. Ey, das war schlecht. Egal.
Über deine dreiste Lüge. Nee, nicht über meine dreiste Lüge, sondern dass ich hier einfach gerade nicht mitgedacht habe. Was machst du denn da gerade? Ich baue mir das nächste Kellergeschoss ein. Ah, okay. Und hält wie ich bin, habe ich da gerade vergessen, vorher noch das Material umzusetzen. Und habe dahinter Cleanstone gelassen, anstatt Kobbel reinzusetzen. Die nächste Ebene meines Kellers besteht dann nämlich aus Cobblestone. Okay. Weil es einfach noch mehr, also noch kelleriger aussieht als jetzt dann das Eichenzeugs. Das stimmt allerdings, ja. Kelleriger. Gibt's das Wort? Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Ja. Da kann ich dann auch ein paar Öfen noch mit reinsetzen und so. Dann kann ich dann meine Ofenproduktion ankurbeln. Ofenproduktion. Ofenproduktion. Du musst so einen Laden machen, wo du nur Öfen verkaufst und immer die gleichen Modelle. Ja, es gibt ja auch so eine riesen Auswahl in Minecraft an Ofenmodellen. Hier haben wir das Modell 20.385. Sieht genauso aus wie die drei Jahre alten Modelle oder irgendwie so. Sieht zwar klassisch aus wie sein Vorgängermodell auch, aber technisch ist er genau gleich. Nee, aber er besitzt Innovationen, die es damals noch nicht gab und ist außerdem energiefressender. Oh cool, der frisst mehr Energie, Schatz. Den müssen wir haben. Den müssen wir uns kaufen. Oh Schatz, mehr Energie. Schön. Ja, also, da hast du natürlich recht. Das ist natürlich genau unser Ding. So schön stumpf. Ja, und wenn Sie jetzt kaufen, dürfen Sie zwei zahlen, bekommen aber nur einen. Sie bekommen so viel Öfen, wie Sie tragen können. Ist ja günstig, ne? Ja, natürlich, das ist ein super Sonderangebot für unsere Erstkunden. Jetzt müsste man eigentlich so machen, von wegen, wenn Sie einen Ofen haben wollen, rufen Sie jetzt an unter der unten eingeblendeten Nummer. Das ist jetzt so eine Nummer unten rein. 0900 DOOF. Ja, das hätte Stil. Okay, also, das schneide ich jetzt raus und mache ich. Das ist Stil, schneidest du raus? Ja. Okay, da ist der Rand also. Ist klar. Wie spät haben wir es eigentlich? Aha. Nicht da. Moment, das muss ich gerade gucken. Licht, wir brauchen Licht. Okay, da habe ich das Ding noch drunter. Alles klar. Apropos das Licht, es wird gerade wieder Tag. Das heißt, hier kommt dann die Wand rein. Das mit dem Tag werden habe ich übrigens gehört. Also können Sie sagen. Ja. Nicht, dass du dich jetzt fragst, wo ist denn der Arsch? Warum sagt er denn nichts? Ist der mich alleine arbeiten? Nein, ich hole gerade nochmal schnell den Kies hier eben einmal raus, damit wir wieder was vom Weg haben. Und dann mache ich mich auch gleich auf den Weg. Ja, ich bin noch nicht auf dem Weg. Ich bin hier gerade noch im Keller am Aushacken, bist du? Kies, mehr Kies, mehr Kies. Nichts gegen Kies. Kies ist eine meiner besten Erfindungen. Nach Bier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Drei. 1, 2, 3. So. Okay. Nehmen wir die Steinchen hier aus dem Ofen holen. So. Mal hier noch ein bisschen Platz reinhacken und dann mache ich mich auch auf den Weg. So, ein bisschen so.
Das kommt noch weg. So. Das, das, das. Und das hier lieber, oder? Ja. Okay, jetzt haben wir erstmal ordentlich was an Steinchen. Ja, bei mir ist auch gleich der eine Stack durchgeschmolzen, also durchgelassen, durchgeschmolzen. Du weißt schon. Nee, weiß ich nicht. Erzähl's mir. Kommt eine Frau beim Arzt. Geil. Scheiße, jetzt bin ich voll erschrocken. Jetzt habe ich gleich einen meiner Lieblingswitze erzählt. Ein deiner Lieblingswitze? Huch, warum geht's? Ich meine, du machst einfach beiseite. Ich hab noch andere Lieblingswitze. Aha. Zum Beispiel rollt ein Ball um die Ecke und fällt um. Steht er wieder auf und rollt weiter. Ist auch ein Hammerbrüller, sage ich dir. Ja. Verstehen eigentlich auch nur Eingeweihte. In die Physik eines Balls Eingeweihte, oder was? Ja. Weißt ja, wie es mit den Bällen ist, ne? Man spielt dran rum und dann werden sie ganz wund und... aber das ist eine andere Geschichte. Verdammt, jetzt fange ich schon wieder damit an. Ja. Schlimm genug. Ich schäme mich. So, ich hoffe, da oben ist jetzt langsam aber sicher alles mal fertig geschmolzen. La 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 la. Ich schmelze. Muss ja auch noch eine ganze Ecke hintergehen, oder? Das ist ja relativ lang hier. Was? Ich rede von meinem besten Freund. Dem Keller? Ja. Dem Lager. Achso, stimmt, Lager war es nicht, Keller. Vom Karl Lagerfeld. Oh. Der Witz ist auch noch nie gefallen so. Nee. Warum dreht sich meine Maus heute andauernd einfach mal so weg? Die mag dich nicht mehr, die ist eingeschnappt. Hast du sie betrogen? Ja, eigentlich nicht. Im Toaster. Ich hab nicht mal einen Toaster. Mit dem Toaster vom Nachbarn. Und dem Nachbarn. Jetzt kommt's raus. Der Kreis schließt sich. Zum letzten Mal. Na egal, den Rest der Geschichte kennst du vielleicht. Hast du schon mal gehört, bestimmt. Ja. Hab ich irgendwie schon mal mitbekommen. Ach man. Irgendwas wollte ich hier gerade noch reintun. Oder auch nicht. Okay, ich komme. Sehr gut. Gartentor, auf zu. Alter, schon wieder? Das gibt's doch nicht. Was denn? Dass sich meine Maus einfach weggedreht hat. Bitch. Ich hab den Boden einfach jetzt mal mit Kabel ausgelegt. Jo. Dann fange ich hier schon mal an mit Marktplatz, oder? Jo. Scheiße. Jetzt habe ich die ganze Erde weggepackt. Da muss ich doch noch aufschütten. Okay, ich kann ja erstmal. Alter, nicht. Das ist doch lästig. Keine Ahnung. Muss mal unten ein bisschen rauswischen oder so. So im Laser. Juvi hat mir einen geblasen. Euch übrigens auch. Das war ziemlich schwul. Ja. Der schwule Moment des Tages. Passiert, ne? Ja. Sollte aber ganz normal sein, ich meine, ne? Und ganz wichtig, eigentlich muss man jetzt sagen, noch am Ende, no homo.